Grüß Gott und Buenos Dias, Messias zusammen. Ja, hier hat mich der Vergangenheitshonk letztes Mal abgesetzt und ich habe keine Ahnung mehr. Ja, warte mal, Inventar noch mal schauen. Gegenstände. Ja, wir können noch ein bisschen was looten, aber nicht mehr viel. Lass mich wieder reinkommen. Die Steuerung ist jetzt erstmal ungewohnt wieder. Ja, wir können hier stehlen und kriegen dafür kein schlechtes Karma, was mich allerdings auch nicht stören würde unbedingt. Sag mal, warum geht der auf einmal so schnell? Der hat eben so einen Sprung gemacht. Da liegt eine Ampel. Ja, die Ampel hat uns schon genügend geschadet. Lassen wir das mal. Die nehmen wir nicht mit. Ja, wenn du die Ampel magst, ja, gar nicht, sorry. Ja, ich will nicht gleich wieder von Anfang an alles erzählen. Ihr wisst, da liegt kein Segen drauf. Wir wollen jeglichen Segen haben. Zum Beispiel auch den Segen des Loots. Aber was war das denn jetzt? Das war irgendwas wahrscheinlich ziemlich Schweres. Ich denke mal eine Powerfaust oder so sah das aus. Ja, Ampel lassen wir hier. Da haben wir kein Glück von. Und dann gehen wir mal hier hoch. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Ja, ist eine Weile her, dass ich überhaupt irgendwas aufgenommen habe. Nicht nur dieses Spiel hier. Und fragt mich nicht, ob heute die letzte Aufnahmesitzung ist. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich würde es mir wünschen, ganz ehrlich. Nicht, weil ich keinen Bock mehr habe, naja, auf eine gewisse Art und Weise wird es langsam Fahrt. Ne? Ja, hier sind noch einige Sachen zu erledigen. Oh, da liegen Schleimhaufen auf dem Boden. Das ist schön. Habe ich denn das Murph mit? Ja, mir ist erst später aufgefallen, dass das Murph ja im Endeffekt mehrere Atombomben verschießt. Und dadurch, die Anzahl derselben ziemlich schrumpfen lässt. Also wir werden bald nicht mehr Bum-di-Bum machen können. Aber wir haben noch Raketenwerfer und jede Menge Raketen. Da können wir natürlich auch was mitmachen. Was macht er jetzt? Er läuft mal nach draußen zu Madame. Ja, der krassen Krabbe, der krassen Krobbe. Und wir bringen mal ein bisschen von dem Loot weg. Die dürfte noch einigermaßen Platz haben. Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, ich habe seit langer Zeit dieses Spiel nicht mehr aufgenommen, weil das ja jetzt nur noch alle 4 Tage kam. Jetzt kommt es alle 2 Tage, glaube ich. Ja, alle 2 Tage, genau. Was darf es denn sein? Weil Far Cry 2 ist ja durch. Alter, der Ein gut ausgerüsteter Bruder. Ja, Bruder. Gut. Ja, reden und, ihr kennt schon, ne, den Spaß. Reden und irgendetwas machen und sich konzentrieren. Mach das selber dann. Warte mal, das Bleirohr hier. Ich möchte erstmal reparieren versuchen. Naja, man kann das nicht mit dem mit der gleichen Taste schließen. Los. Gehen Sie voran. Naja, du kommst ja sowieso nicht mit. Alles klar, wir gehen mal her und versuchen mal die Waffen zu reparieren, nämlich hier die Bleirohre. Da geht einiges. Wir wollen ja möglichst aus unserem Inventar das Beste rausholen. Lalala, Plasmagewehr. Hat die kein Plasma? Ich muss gleich mal gucken, ob die ein Plasmagewehr hat. Ich habe ihr das ja letztes Mal ständig abgenommen. Kleidung. Aha. Söldner Charmeur Outfit. Kann ich das reparieren? Nö. Der Vault 77 Overall. Der ist ja auch einigermaßen mysteriös. Warte mal. Yo! Haha, Crossy. Oh, die steht da völlig unberührt. Was ja. Darf es denn sein? Sie ist eine Jungfrau, sie ist völlig unberührt. Mit den Worten des ältesten Fehlers. Ein gut ausgerüsteter. Ja, hör doch mal auf zu quatschen. Ich muss ihr das Plasmagewehr geben, sonst haut sie doch ständig wieder mit ihrem Hammer durch die Gegend, wenn wir irgendwo kämpfen. Ich muss mich dazu zwingen, nicht alles zu erzählen, denn ich habe heute doch wieder eine ganze Menge zu erzählen, unter anderem auch über eine momentane Ausnahmesituation meiner Gesundheit. Denn ich bin einigermaßen erkältet. Ich habe Halsschmerzen. Schnupfen habe ich noch nicht. Negligé. Zieh das mal an, Baby. Ja, willst du nicht machen. Okay, ich gebe dir das Plasmagewehr. Gewehl. Die Powerfaust, die nimmst du bitte nicht als Kampf. Oh, ja. 6 Reinigungsmittelkartons kann sie noch nehmen. Hier so viel wie geht. Sensormodul. Ja, da müssen wir sehen, wie viele dann wieder von
Ich weiß das ja eigentlich. Die Supermutanten Blutproben müssen wir noch abgeben. Ich habe ja letztes Mal den Herrn nicht gefunden. Hier, nimm mal den. Ah, den kannst du noch nehmen. Okay, alles klar. So. Ich erzähle euch dann den Rest nachher. So, den Rest muss ich dann wohl leider behalten. Und dann gehen wir erstmal wieder rein. Was war das denn? Lärm eben. Es war wahrscheinlich noch ein Teil von dem Auto, das runtergefallen ist. Ja. So, zwischendurch kann ich immer mal wieder erzählen. Ja, ich habe mich erkältet. Ich bin, als ich bei meinem Fahrradhändler war, um mir einen neuen Schlauch und einen neuen Mantel für mein Rad zu kaufen, erzähle ich später auch noch was drüber. Da ist nämlich eine lustige Geschichte passiert. Oder, naja, mehr oder weniger lustig. Hätte nicht lustig ausgehen können. Und auf dem Rückweg bin ich, also ich war beim Fahrradhändler fertig. War da ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden mit den Leuten da am Fachsimpeln und so weiter. Und habe da auch gleich Reifen und Schlauch gewechselt. So, da müssen wir als nächstes rein. 40. Ja, der ist wohl irgendwie nebenbei umgefallen. Da liegt sein Bein. Da liegt ein Bein. Und wer liegt da? Sklavenhändler. Ja, mir fällt da ja immer das gute Lied von Tonsteine Scherben ein. Sklavenhändler, hast du Arbeit für mich? Oh, ich gehe hier einfach so rein, ohne mich zu versichern. Aha, wer bist du denn? Wie wär's mal, die Augen aufzumachen? Sie sehen echt übel aus. Ich hoffe, Sie haben eine Stange Geld dabei. Ich hätte vorher gesagt, ich habe eine Stange dabei, aber kein Geld. Doch, ich habe ja jede Menge Geld, aber ich möchte Ihre Medikamente... Nur gegen Vorausbezahlung. Keine Ausnahme. Und schon gar nicht für Junkies. Ich bin kein Junkie. Ey, du hast ja gar nichts, Mädel, aber du hast Ocken. Zwar nicht viele, aber weißt du was? Das reicht dafür. Ja, super. Können wir hier gleich mal so ein bisschen... Ja, leider. Sie hat keine Stimpaks. Das finde ich einigermaßen blöd. Ich lasse die auch erstmal leben, weil, weißt du, Ocken haben oder nicht, okay. Noch was für 8. Habe ich noch was für 8? Ja, hier, warte mal, 9 Trinkgläser dürfte sie dann nehmen können. Ach, weißt du was, geht aufs Haus. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Tschüss. Sie ist ja nun auch eine Ärztin, sie hat, weil ich Sklavenhändler verarztet. Oh, hier liegen Bücher rum. Feuer! Oh! Wo? Mädel, das war deine eigene Schuld. Ich habe Karma verloren. Ja, also, läuft jetzt neu laden. Ich darf hier nicht klauen. Weißt du was? Ich lade das nochmal neu, wenn ich. Entschuldigung, ich lade nochmal neu. Ja, Katas Klinik. Nee, ich möchte die eigentlich nicht erschießen. Ja. Darf ich wenigstens hier vorne klauen? Also ich darf hier hinten nicht klauen. Wie wär's mal, die Augen aufzumachen? Wie wär's Sie mal, die Schnauze echt übel zu aus. Ich sehe super aus. Ja, ich habe eine Stange Geld. Wenn Sie vorhaben, sich eine Überdosis zu verpassen, bezahlen Sie mich gefälligst vorher. Ziemlich unfreundlich. Aber weißt du was? Das lasse ich dir mal durchgehen, weil du hast Ocken. Und wer Ocken hat... Ich nehme mal diesmal die hier und dann noch... nee, das geht mal nicht. 16... Und 8, 24. Ach, das geht, guck. Und dann haben wir noch mal 26. Ja, das geht auch. Ja, diesmal kriege ich das irgendwie besser hin, ne? Soll ich ihr mal die Blutproben verkaufen? Söldner-Veteranen-Outfit. Ach, weißt du. Lass mal. Und ich schieße auch diesmal nicht auf dich. Danke. Versprochen. Und ich klaue ja, auch hier nicht. Ich mache mal kurz einen Schnellspeicherstand. Mal, jetzt bin ich... Ja, ich bin aufs Mausrad gekommen, das ist ja schön und gut. So, wie sieht's denn hier aus, wenn ich jetzt hier zugreife? Sieht sie nicht, was sie nicht sieht? Ah, ein Teddybär. Da fällt mir doch was ein, wir müssen doch mal ins Add-on. Ja, nehmen wir die Mülltonne auch noch aus. Ich darf halt nur nicht da klauen, wo sie es sieht. Ne? Erfordert Schlüssel. Ja, müssen wir sie wahrscheinlich dann doch killen. Entschuldigung, ja. Herzloses Stück dieser Honk. Nein, gar nicht so. Ich bin nur praktisch veranlagt. Pragmatisch, wie man das sagt. Guck mal. Schöne Sachen hier. So,
Oh, geiles Lachgas, Digga. Okay, alles klar. Schon mal Lachgas probiert? Nein, Kinder, das sollte man nicht machen. Ach, hier sollen ja gar keine Kinder zuschauen. Ja, auf dem... Das zerfällt hier alles. Ja, auf dem Rückweg von meinem Fahrradhändler. Ich war gerade beim Fahrradhändler raus. Auf einmal fängt es an zu schütten wie sonst was und ich war durchnass und quitschenass. Und normalerweise macht mir sowas nichts aus, aber diesmal war es anders. Ich muss vorsichtig hier sein. Die haben ja auch mal Kinder befreit, ne? Kinder! Heute Kinder wird es was geben. Mit dem Murph ein Erdbeben. Hier ist ja gar nichts. Ja gut, also hier vielleicht nicht, aber können wir hier gucken, ja. Super. Warum darf ich hier klauen? Ja, wie gesagt, wird wahrscheinlich die langweiligste Aufnahmesitzung überhaupt für einige Leute werden. Aber hier sind ja auch nur noch ein paar, die hier zuschauen. Selbst der liebe Kevin, mein Stammzuschauer, scheint hier nicht mehr zuzuschauen. Aber der kommentiert ja auch nicht mehr. Ach, Kevin. War ich irgendwie böse zu dir? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Tja. Aber nun ist auch egal, da ist doch ein Sklavenhändler umgefallen. Die haben alle ihre Beinchen verloren. Mir tut das irgendwie dann doch ein bisschen leid. Weil Beinchen verlieren. Nö. Sag mal, habe ich hier schon gelootet? Ein Bratbrahmin. Lecker Rindersteak. Aber mit zwei Köpfen würde ich wahrscheinlich doch nicht essen dann, weil. Na, weiß Bescheid. Ich gehe da jetzt noch nicht rein. Der ist kaputt. Ah! Oder gehe ich hier vorne doch mal rein? Da hat ja der Zuhälter gewohnt, ne? Also den. Leider ist ja die eine Dame bald draufgegangen. Und wisst ihr noch, was der für eine ansehnliche Beule in der Hose hatte? Die haben sie ihm wohl extra gemacht, ne? Ja. Ich habe manchmal fragwürdige... Oh, ein Kampfhelm. Danke. Radio hören? Bürger des Südlands, der Hauptstadt, hier spreche ich. Three Dog, euer Herrscher, hört und gehorcht. Oh, Entschuldigung, das war für den anderen Sender. Dies sind die Abenteuer des mutigen Herbert Daring Dashwood und seines treuen Guldiners Argyle. Die heutige Folge im Netz der Schwarzen Witwe. Tja, diese Supermutanten sind jedenfalls hartnäckig. Mein Rat, immer weiterlaufen. In den Hügeln da oben, befindet sich da nicht das verborgene Dorf Rokopolis? Wenn wir nur wüssten, wo es ist. Sie sind jedenfalls in guter Gesellschaft, Miss Chase. Argyle und ich sind alte Freunde aus Rokopolis. Wir kennen das geheime Klopfzeichen und so. Boss, das sind geheime Informationen. Sie können nicht einfach... Na, alter Kumpel. Miss Chase wird wohl kaum die Geheimnisse von Rokopolis ausplaudern. Nicht wahr, Miss Chase? Außerdem ruft die Pflicht. Sie kennen also den Standort. Dann los. Diese Supermutanten können nicht mehr weit entfernt sein. Hier drüben, dieser große Felsen. Und jetzt das geheime Klopfzeichen. Und? Voila! Also, Daring, das ist wirklich ein schönes Fleckchen hier. Entführen Sie hier immer alle Ihre Freundinnen? Oh nein, Miss Chase. Ich versichere Ihnen, dieser Ort ist streng geheim. Was machen Sie da, Boss? Das hier ist Rokopolis, einer der sichersten Orte im Ödland. Und Sie haben gerade jemand Fremden den Standort verraten. Ignorieren Sie das Gerede meines Dieners Penelope. Er neigt zur Dramatik. Also einmal... Also ich weiß nicht, Daring. Ich finde, die Instinkte der Ghule sind erschreckend präzise. Ich dachte, wir wären Freunde. Und jetzt halten Sie mir eine Knarre an den Kopf. Das macht man nicht, Miss Chase. Ganz und gar nicht. Plappern Sie, was Sie wollen. In ungefähr 30 Sekunden werden meine Partner aus Paradise Falls zu uns stoßen. Ich hab's gewusst. Ich wusste, dass diese Frau nichts taugt. Aber noch schlimmer. Sie ist die schwarze Witwe, die Anführerin der Sklavenhändler. So ist es. Wir versuchen schon seit Jahren, diese Rokopolis-Nager zu fangen. Ohne sie hätte das nie geklappt, Daring. Anscheinend habe ich uns ganz schön in die Bredouille gebracht, Argyle, alter Kumpel. Und das nicht zu knapp. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein und erleben Sie ein weiteres Abenteuer von mir, Herbert Daring Dashwood und meinem Ghoul-Diener Argyle. Und jetzt etwas Musik. Nein, sonst kriege ich wieder einen Strike.
Nicht ein Strike, sondern ein Claim. Ja, und ihr wisst ja, was ich davon halte. So, hier ist mal Lotterbett und so weiter und so fort. Und jede Menge Alk. Tja, super. Aber scheint alles leer zu sein. Naja, nee, es waren ein paar gelbe Flaschen dabei. Ich würde garantiert giftig gelben Whisky trinken. Auf jeden Fall cool. So. Ah, alter Hunk und das Rülps ist am Start. Warte mal. Ah ja, super, so ist besser. So, lauter Negligés und so weiter und so fort. Warte mal. Hui! Sag mal nicht. Irgendwas ist durch die Gegend geflogen. Oh, was steht denn da? warte. Verschlossen Durchschnitt. Ja, machen wir doch mal. Ja, hau rein. Starting. Ja, mach mal auf. Searched requires. Religion mag ich nicht. Secretly. Ja, das war jetzt mal ein Satz mit X. Okay, alles klar. Wie war nochmal die Reload-Taste? Alles klar. Dann machen wir nochmal. Ja, das ist ein durchschnittliches Term. Destroys. Okay. Meetings, despises, connects, ich habe das heute irgendwie nicht drauf, decrepit, ja, super, das schrecklichste Wort war es, was heißt decrepit, dann schauen wir doch mal, ja, safe ausschließen, ich habe es doch gewusst, Geschützturmsteuerung müssen wir glaube ich nicht, ich hoffe mal, willst du mich verarschen, natürlich willst du mich verstuhlen. Willst du mich vergesäßen? Genau, so heißt das. Da ist noch ein Bleistift, den ich stählen kann. Ja, also ich glaube, das hier ist leer. Also, guck mal, da ist ein Projektor für die PORNs, ne? Ja. Dass die Leute immer die Skelette alle in ihrer Kemenate liegen lassen, ne? Was haben wir hier? Nach Paradise Falls. Paradise Falls. Wow, geil. Fußball. Ich glaube, hier gibt's ja, ey, in dem Laden von einem Zuhälter hätte ich aber mehr erwartet, ne? So. Hui. Autsch. Das wird, nö, doch nicht. Alles klar. Ich wollte sagen, das wird wehtun. Ja, wie viel ist... Ah, die kommt genau auf uns zu. Kritischer Angriff auf Brahmin. Brahmin. Brahmin, Digga, Brahmin. Also, ja. Den Spaß war es wert. Ja. Wenn wir was zu schlafen suchen, können wir uns da auf die alte rottige Matratze. Hey, guck mal, was da ist. Moinsen, Miss Jeanette. Es ist so schrecklich hier. Bitte, Sie müssen uns helfen. Schicke Haare hast du. Das Tor ist offen. Laufen Sie. Freiheit! Jo. Pass auf, du hast ein Halsband um Hals. Oh, hi. Hi, Breadbox. Bist du high, weil du rauchst da? Oh, hallo. Was kann ich für Sie tun, junge Dame? Sind Sie in Ordnung? Sie scheinen ein bisschen durcheinander. Was? Sie müssen lauter sprechen. Nee, kann ich heute nicht wegen der Stimme. Ich habe gesagt, alles okay. Keine Ahnung. Ich habe keine Uhr dabei. Die Teile sind ziemlich selten, wissen Sie? Fragen Sie jemand anders. Der ist wie Meister Rakurium aus Dragon. Sehr geil. Das Tor ist offen, laufen Sie. Wie bitte? Nein, das habe ich nie behauptet. Das Tor ist offen. Damit kann ich nichts anfangen. Ich habe den größten Teil meiner Haare schon vor langer Zeit verloren, wissen Sie? Ich kann dir das nachfühlen. Noch ein paar. Damit kann ich nichts anfangen. War das alles? Damit. Ja, okay. Also, tschüss. Alles klar. Ja, tschüss. Oh, Alter. Hören Sie zu, alter Mann. Sie müssen mir bei etwas helfen. Ich will gar nichts ist davon da jemand? Hören. Mir geht's gut hier. Vielen Dank. Behalten Sie Ihre Pläne für sich. Na los, Breadbox. Wollen Sie wirklich als alter Mann in diesem Sklavenstall hier sterben? Oder nicht doch lieber... Bis später. Da war auf einmal klar im Kopf, ne?
Moin, Charles. Hey, hey, wollen Sie was Lustiges sehen? Ich brauche nur etwas Alk, dann zeige ich es Ihnen. Das Tor ist auch... Ich habe noch nicht genug getrunken, ich kann jetzt nicht gehen. Digga, machen Sie Scherze, wenn Sie hier rauskommen, gibt's Alkohol im Überfluss. Das hört sich nach einem guten Plan an. Ich werde mich an die Arbeit machen. Welche Arbeit, Vogel? So, und die hier scheint clever zu sein. Moin, Sir. Was wollen Sie? Machen Sie schnell, Sie versperren mir die Sicht. Digga, was gibt's denn da zu glotzen? Ich beobachte die Patrouille. Was dachten Sie denn, wo ich hinschaue? Jeden Tag ändern Sie den Rundgang, aber nur ein klein wenig. Da muss eine Art System dahinter stecken. Also heißt es warten und beobachten. Ja, clever, Mädel. Das Tor ist offen, laufen Sie. Das ist unsere Chance. Gehen wir! Ja, so, macht euch auf den Weg. Ah, guck mal, sie machen sich auf den Weg. Ja, geil. Breadbox, du alter Sack. Oh, Sack, ein alter Sack. Das Tor ist offen, laufen Damit Sie. Damit kann ich... Jetzt reicht's. Tschüss! So. Ja, irgendwie noch ein lustiges kleines Gimmick hier drin, ne? Tür zu nach Sklavenhaus. Was das denn für ein Stall, Digga? Gibt's hier irgendwas zu holen? Kann man die beklauen? Aber hier ist ja sowieso niemand mehr. Aha, guck mal, da gibt's tatsächlich noch ein bisschen Loot. Ja, was machen wir heute? Hauptsächlich verkaufen? So richtig zu tun haben wir ja eigentlich nichts mehr. Ich wollte jetzt... Das hier war eigentlich das Letzte, was noch zu tun war. Paradise Falls ausräumen. Natürlich gibt es noch den einen oder anderen... gemeinen Hund, den ich gerne umpusten will. Pust. Ist das da eine Tür? Oh, eine Wippe. Kindersklavenhaus. Hier sind wir noch nicht ganz dicht, Leute. Mädel. So, oh, hier gibt es auch was zu trinken und einen netten kleinen Gartenzwerg. Wenigstens hatten sie was zu spielen. Und eins von diesen ekelhaften Dreirädern, die mir aus irgendeinem Grunde... Weißt du, da klingt so eine verstimmte Spiel... so, ne? Also... Ding, 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 ding. Und dazu so Kinderstimmchen. Ha, 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 la, 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 la. So irgendwie verhalten und so und sehr... Wenn ich dieses Radl sehe. Ja. Nö. Ich gucke mich hier nochmal um, ob hier vielleicht doch noch was zu holen ist. Sieht nicht gut aus.